Hey ihr Lieben, dieses Jahr ist absolut nicht mit dem vorherigen Jahr zu vergleichen. Einige haben es mitbekommen, dieses Jahr war für diesen Kanal ein Jahr mit sehr vielen und langen Tiefpunkten, emotionalen Tiefpunkten, vielleicht ein bisschen zu emotional für die Öffentlichkeit, aber Gott sei Dank gab es auch sehr viele Höhepunkte. Es gab bisher kein Jahr, in dem so viel passiert ist wie in dem Jahr 2017. Ich wurde von einem Azubi-Schüler zu einer offiziellen gelernten Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ich bin dieses Jahr direkt selbstständig geworden. Ich wurde vom Zocker 223 Zuschauer, Fan, zum Stage 223 Jan Scholten, YouTube-Partner, Videopartner, Freund, Kumpel. Durch die Messe haben wir uns super verstanden, haben sehr viele Videos zusammen gedreht, haben uns, ich sag mal, ja, das Ganze hat sich verfestigt, dann auch mit Kim und Kevin. Das ist mittlerweile zu einer echt guten Crew zusammengewachsen, vor allem seit der Checkpoint DJ Messe. Dieses Jahr bekam ich wirklich, nicht physisch gesehen, viele Schläge aufs Maul. Ich sag so, wie es ist. Ich habe echt lange und verdammt gute Freunde verloren. Aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe auch Freunde gewonnen dieses Jahr. Ebenfalls gute Freunde. Ich habe bestehende Freundschaften gepflegt. Und es gibt aber zum Glück sehr viele Höhepunkte dieses Jahr. Und mit diesem Jahresrückblick möchte ich die guten Momente, eigentlich alle Momente in diesem Jahr, was mit YouTube zu tun hat, was mit meinem YouTube-Dasein euch gegenüber zu tun hat, teilen. Und deshalb sage ich endlich, ja, viel Spaß mit dem diesjährigen Jahresrückblick von The LR Checker. Man nicht bei den Leuten dabei. Er hat's geschafft. Was, Mann? Was? Ja, Laser.